Hallo, heute geht es in diesem Video nicht um irgendein Linux-Thema, sondern heute geht es um Musik. Ich habe eine Mandola, ich spiele seit 10 Jahren Gitarre und die Haltungsprobleme, die man mit diesem Instrument hat, die habe ich durch den Einsatz einer sogenannten Ergoplay-Gitarrenstütze überwunden. Wenn du meinen Kanal unterstützen willst, dann lass ein Like und Subscribe da. Dann kannst du mir damit meine Motivation ein wenig erhalten. Und ich mache dann vielleicht doch noch den einen oder anderen Content, auch in Sachen Musik oder vielleicht noch zu anderen Themen, die mich so interessieren. Wir sind also jetzt bei der Mandola. Und es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Mandolas. Die einen haben einen flachen Rücken, die anderen einen runden Rücken. Die mit dem flachen Rücken nennt man die portugiesischen Mandolas, die anderen eine neapolitanische Mandola. Und das Problem bei der Mandola mit Rundrücken ist dasselbe wie bei den Mandolinen. Man braucht eine Art Zupfertuch, man muss ein Fußbändchen benutzen. Alles nicht so schön. Wer sich schon mal damit herumgeplagt hat, der weiß, wie schlecht das für die Körperhaltung ist. Man hat eine dauernde Beckenschiefstellung, man bekommt Rückenprobleme, die Füße sterben ab und, und. Ich habe mich inzwischen beholfen mit einer neuen Gitarrenstütze, die ich an dieser Mandola einsetze. Wenn du diese Stütze in Aktion sehen willst, sie kommt ziemlich spät erst gegen Ende des Videos, weil ich verschiedene Gitarrenstützen am Anfang erst einmal in aller Ruhe zeige, bevor ich dann zur Mandola komme. Also wenn du direkt die Mandola sehen willst, kannst du gerne vorspulen. Die Hannes Tabbert Gitarrenstütze sieht so aus und man kann sie relativ gut in der Höhe einstellen. Sie hat drei Saugnäpfe. Und das ist jetzt schon ziemlich die maximale Höheneinstellung. Und der Teil hier, der bleibt natürlich entsprechend immer unten. Wenn ich hier mehr an Höhe einstelle, dann wird sie natürlich steiler in diese Richtung. Wenn ich sie gerne flacher spiele, dann muss ich sie hier tiefer einstellen, aber dann ist sie insgesamt tiefer. Und wenn ich jetzt lieber so spiele, dann habe ich ein Problem. Das gibt diese Tabbert-Stütze nicht her. Glücklicherweise gibt es noch eine andere Gitarrenstütze, und zwar die sogenannte Tröster-Gitarrenstütze. Wie man sieht, hat diese Tröster-Gitarrenstütze 4 Saugnäpfe und keine 3, und sie hat vor allem 2 bewegliche Gelenke, also eines auf jeder Seite, und ich kann beide individuell in der Höhe verstellen. Das erlaubt es mir natürlich dann jetzt an der Gitarre eine andere Haltung zu verwenden. Und ich schaffe es mit dieser Tröster, ja, die Gitarre viel höher zu bringen. Nachteil ist, dass die hier eine kleinere Auflagefläche hat und eventuell ein bisschen mehr herumrutscht. Also man muss sich dann bei seinem Stil ein bisschen einstellen. Aber man kann sehr schön damit spielen und hat sehr viel Bewegungsspielraum. Das ist also die Abteilung Gitarrenstützen und Gitarren. Ich habe seit neuestem auch ein neues Instrument. Das ist die sogenannte Mandola. Das ist jetzt nicht meine eigene Mandola, das ist eine Leihmandola. Und ich zeige hier mal beispielhaft daran, wie man die Mandola am besten an seinem Körper befestigt. Diese Mandola hat einen relativ flachen Rücken, wie man hier sieht. Der ist nicht wirklich maximal gewölbt. Und ich habe hier vor allem flache Zargen. Das ist wichtig. Die Mandola hat eine andere Stimmung als die Gitarre, nämlich G, D, A, E. Aber das ist jetzt nicht das Thema hier.
Sie hat Doppelsaiten, ist gerade etwas verstimmt. Aber es geht hier um die Mandola-Haltung. Da werde ich jetzt die Mandola hier nicht ausführlich stimmen. Die Mandola wird klassischerweise auch wieder, wie viele Mandolinen, auch mit Fußbänkchen gespielt. Das heißt, man stellt sein linkes Beinchen hoch. Und dann kommt jetzt hier was für mich persönlich Unangenehmes hinzu. Ja, ich brauche jetzt hier so ein sogenanntes Zupfertuch. Das nimmt man, damit die Mandola da nicht wegrutscht. Und so spielt man sie. Ja, man muss also damit klarkommen, dass man ein Fußbänkchen benutzt. Und man muss damit klarkommen, dass das Ganze auch noch merkwürdig instabil auf einem sogenannten Zupfertuch liegt. Man muss die Beine immer sehr eng zusammenhalten. Es würde jetzt in dem Fall mit dieser Bauart unter Umständen sogar ganz gut gehen. Diese sogenannte portugiesische Mandola ist von der Ergonomie her relativ komfortabel zu spielen. Es gibt hier aber interessanterweise die Möglichkeit, auch diese Stütze dafür zu verwenden. Das geht nämlich auch. Und dann kann ich das hier so anbringen und muss dann aber, wie man hier sieht, ein paar Justierungen vornehmen. Jetzt habe ich das leider schon für meine Gitarre eingestellt und dann darf ich dann hinterher wieder mühsam die richtige Position für die Gitarre suchen. Aber man nimmt so eine Stütze natürlich für ein Instrument und wechselt nicht ständig das Instrument, wo man sie draufklebt. Und wie man sieht, ist die Saugkraft sehr groß. Wenn man sich da mal vertan hat, hat man ein bisschen zu kämpfen, um es wieder abzumachen. Also vom Prinzip her, ich kann das genauso wie eine Gitarre auch mit dieser Trösterstütze festmachen. Und kann hier auch relativ komfortabel spielen. Es hat jetzt für mich gerade nicht die optimale Höhe, aber vom Prinzip her wollte ich nur zeigen, dass es eben funktioniert. Bei dieser portugiesischen Mandola funktioniert also auch die Trösterstütze. Ja, das Problem ist, die neapolitanische Mandola, die hat hier keine flachen Zeigen. Die ist gewölbt wie eine Mandoline. Die schaut aus wie eine größere Mandoline. Und dafür habe ich mir jetzt extra von der Firma ErgoPlay ein angepasstes Modell schicken lassen, das hier zwei verstellbare Saugnäpfe auf jeder Seite hat. Im direkten Vergleich zur Trösterstütze hat diese andere Stütze hier noch ein bewegliches Gelenk. Hier sind beide starr. Das heißt, ich kriege hier nur auf einer Linie hier diese Saugnapfwirkung hin. Und bei der angepassten Variante habe ich jetzt hier ein weiteres Gelenk, was ich verstellen kann, sodass ich das an eine Korpusrundung auch anpassen kann. Und das zeige ich dann mit einem anderen Mandola-Instrument. So, und jetzt kommt das Beispiel mit der Mandola und mit der neuen ErgoPlay-Stütze. Das ist eine Herr Wieger Soloist-Mandola mit einem schönen runden Rücken. Und dieser runde Rücken, der hat so seine Tücken und sorgt für zahlreiche Probleme. Das ist also ein sehr schönes, gut klingendes Instrument, aber leider nicht so einfach zu spielen. Und das ist jetzt hier die angepasste Tröster-Gitarrenstütze mit Doppelgelenken, jeweils auf der rechten und auf der linken Seite, die man einzeln verstellen kann, damit man die Saugnäpfe so schön an die Rundung anpassen kann. Also damit man den Radius der sogenannten Muschel auf der Rückseite der Mandola hier schön bekleben kann mit den Saugnäpfen.
Man kann sie wirklich schön separat einzeln einstellen. Es ist nichts anderes als die Tröster-Gitarrenstütze mit zwei anderen Gelenken als in der normalen Grundausstattung. Es gab in der Zwischenzeit einen Prototyp für die Mandoline. Der war etwas kleiner und der hatte eben diese zwei Seitengelenke. Da weiß ich das, dass es die gibt. Und ich habe die Firma Ergoplay dann einfach gefragt, ob ich die separat bekommen könnte, zusammen mit einer Gitarrenstütze, um dann hier das Ganze an einer Mandola mal auszuprobieren. Wie man hier sehen kann, hält das Ganze sehr gut am Korpus. Und jetzt kann ich dann mal versuchen, ein paar einzelne Töne zu spielen. Ich kann mich auch sogar dynamisch bewegen, wie man hier sieht. Also ich habe zwei Auflagepunkte, drei genau genommen. Ich brauche kein Zupfertuch. Wie man sieht, rutscht die Stütze ein wenig. Also das bin ich von dieser Tröster-Gitarrenstütze gewohnt. Die bewegt sich auf dem Bein immer mal ein bisschen hin und her. Ja, das sollte aber nicht weiter tragisch sein. Damit muss man dann eben leben. Ich hoffe, das war anschaulich.